Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Wenn ihr schon mehr Videos von mir angeguckt habt, wisst ihr, ich hasse es, wenn man sich so sagt, das ist der eine Punkt, mit dem du erfolgreich wirst oder das ist der eine Punkt, mit dem du nach vorne kommst. Und trotzdem werde ich heute mal sowas Ähnliches machen. Ich werde euch meine Routinen nennen, die mich zum Einkommensmillionär gemacht haben. Ich wette, wenn du das Video angeguckt hast und bis zum Ende dran geblieben bist, wirst du Folgendes sagen. Hä? Das sind die Routinen? Weil das, was ich sagen werde, hast du wahrscheinlich schon 100 Mal gehört. Aber das ist genau der Punkt. Hören und Anwenden sind nun mal zwei unterschiedliche Themen und auf die Anwendung kommt es am Ende an. Die Anwendung, die bespreche ich immer im Inner Circle mit den Menschen, die da dabei sind. Aber um was es geht, das haue ich jetzt mal hier durch das Video. Wenn du mehr über das Thema Routinen hören möchtest, wie auch mein Tagesablauf ausschaut, dann schau dir auf jeden Fall die Videos Abend- und Morgenroutine an. Was du hier bekommst, sind jetzt die drei Skills und die drei Routinen, die ich als die definiere, die anzuwenden sind, um wirklich als Einkommensmillionär irgendwann mal in den Sarg zu steigen oder vielleicht sogar noch als deutlich mehr Milliardär oder was der Geier, wohin auch immer du möchtest. Alle drei Themen haben mit Zeit zu tun und der erste Punkt ist, die Zeit richtig zu nutzen und täglich zu telefonieren. Wenn du jetzt sagst, ja, was will denn jetzt, ich mache ja keine Finanzdienstleistung wie ich, sondern ich verkaufe Maschinen oder ich bin Architekt. Auch du musst, um dein Geschäft nach vorne zu bringen, permanent mit Kunden und mit neuen Kunden vor allem in Kontakt stehen. Und wenn du nach einer Routine fragst, die dich definitiv zum Einkommensmillionär macht, dann sorge dafür, dass täglich telefoniert wird. Entweder machst du es selber, was du als Unternehmer mal grundsätzlich immer vorleben solltest, was aber genauso wichtig ist, dass deine Mitarbeiter täglich telefonieren, täglich Bestandsmandate anrufen, Bestandskunden anrufen, mit denen in Kontakt treten oder eben neue Kunden in die Unternehmung bringen, die du hast, damit dein Einkommen jeden Tag steigt. Der zweite Punkt ist auch ein Thema Zeit. Wenn du arbeitest, dann geh in die Arbeit und arbeite. Das hört sich komisch an, aber ganz ehrlich, guck mal dein Leben an. Wie viel Zeit verbringst du auf den Gang beim Quatschen mit den Kollegen? Wie viel Zeit verbringst du beim Thema Kaffee trinken? Wie lange verbringst du deine Mittagspause mit Sachen, die dich nicht weiterbringen in deinem Leben, in deinem Business? Im Leben vielleicht schon, weil du dich mit Freunden triffst, was auch immer. Wir reden hier über das Business. Also wenn du arbeitest, dann arbeite. Und die Routine, die ich dir hier empfehle, ist mindestens 8 Termine am Tag auch in deinen Kalender zu packen, einfach um im Drive zu sein. Ich hatte letztens einen wirklich schlechten Tag, weil ich habe den ganzen Tag eigentlich Termine gehabt, die sind alle ausgefallen, dann hatte ich einen Termin. Dieser Termin war extrem wichtig. In diesem Termin hätte ich ca. 1 Million Euro verdienen können. Ich habe aber den Termin nicht erfolgreich abgeschlossen, weil ich nicht im Flow war. Das Geschäft wird kommen, aber halt später. Und jetzt, wenn du 8 Termine am Tag hast, bist du im Flow und dann wird auch jeder Termin so getaktet sein und auch so on point sein, dass du den Termin auch erfolgreich hinbekommst und eben nicht in der 50-50-Chance, könnte klappen oder könnte auch nicht klappen. Seitdem ich mir 8 Termine am Tag lege und es in die Routine auch durchziehe, ist mein Einkommen mindestens mal 2, eher mal 3. Mal ganz nebenbei, Tiger Call, also die App, die wir entwickelt haben, ist genau darauf aufgebaut. Ne? 10 Telefonate am Tag, also jeden Tag telefonieren und 8 Termine, die man kontrolliert, dass die auch am Tag stattfinden. Das war der Grund, warum ich Tiger Call gebaut habe, weil ich glaube, dass es ein Prozessunterstützer ist, um mehr Einkommensmillionäre hier in Deutschland hinzuproduzieren. Ihr müsst es nur nutzen, anwenden, weil das kann ich nicht machen. Ich kann euch nur eine Anleitung in Anführungszeichen geben. Die Anwendung, die liegt natürlich immer bei euch. Punkt Nummer 3 und jetzt denkt vielleicht der Nächste, oh Gott nochmal, jetzt kommt er auch noch damit. Ja, es ist zu einfach. Der dritte Punkt ist, mach Sport. Ich habe in meine Morgenroutine Sport mit eingebaut. Ich mache jeden Morgen 10 Minuten Sport und 2-mal in der Woche ein zusätzliches Workout, ungefähr 1 Stunde. Wie viel Sport du machst, liegt bei dir. Es muss im richtigen Verhältnis sein. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, da war ich mit dem Torben Boxen. Könnt ihr euch mal angucken hier auf YouTube. Aber es gehört einfach dazu, weil du so viel Energie in deinem Kopf drin hast durch die Arbeit. Du musst auch mal rauskommen aus der Nummer. Hör auch keinen Podcast dabei oder irgendwas, sondern irgendeine Musik, die dich rausblendet und du wirklich konzentriert Sport machst. Glaub mir, wenn du das tust, wirst du genug Kraft haben, weil als Einkommensmillionär, da gehst du über ein paar Berge, die du vielleicht vorher dir gar nicht hast vorstellen können, dass du da überhaupt drüber krabbeln kannst. Dafür brauchst du Kraft, da brauchst du mentale Kraft, du brauchst aber auch hier Kraft und du brauchst auch ein bisschen hier Kraft. Wenn du den nicht hast, weil du dich nicht sportlich betätigst, dann schaffst du es auch,
aber ich glaube deutlich schwerer. Deswegen wünsche ich dir viel Erfolg dabei, deine Routinen entsprechend so einzustellen, dass der Einkommensmillionär nicht nur in deinem Kopf existiert, sondern auch in der Realität und du derjenige bist, der dieser Einkommensmillionär sein kann. Ja, so einfach ist es. Und genau das ist das Problem. Es gibt so viele Sachen im Leben, die verdammt einfach sind. Es ist auch verdammt einfach zu rennen. Weltrekord zu rennen ist aber eine andere Hausnummer. Und du musst die Themen anwenden jeden Tag und dann kommst du auch voran. Vielleicht habe ich dir dabei geholfen, den nächsten Step zu gehen. Würde mich freuen. Wenn du das Video geil fandest, dann tu mir einen Gefallen, lass ein Like da. Drück auf diese Glocke, kommentier doch einfach mal, was du von dem Video hältst. Besuch mich natürlich auch gerne auf Instagram. Jetzt habe ich sogar schon mehr gesagt, als der Robin sich vorstellen kann. Ich wünsche euch was. Denkt dran, jeden Montag, 18 Uhr, gleicher Kanal. Geiles Video. Nee, ich setze mich gerade in die Lage, positiv zu sein. Ah, okay. La 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 la.